Ihr müsst eben auch ein bisschen ruhiger sein. Es funktioniert so nicht. Die Mutter hat den Krieg und den Klamauk, feiert Triumph also bitte nicht. Die Welt, es ist ja Mosaik, die große Schmerz, das winzig Glück, die Kleine und die große Sorge, das Vorgiftschwert, Bangamorge, mal ironisch, laut und leis, mal Rock'n'Roll, mal all die Weiß, aber immer Mutter ist gut, bald drauf Meister, Wackelschnur. Hi Fans, guten liebe Leute. Wir kennen uns darauf ähnliche, entweder er babbelt und ich bin ruhig, oder ich babbel und er ist ruhig. Ja, ich habe mein Vorfeld verlegt. Will ich noch mal auf die Waschbank gehen? Ich will nicht so spät abtreten, dass Leute sagen, die kann man nicht mehr sehen und nicht mehr hören. Wenn man über 70 ist, da habe ich mal Gedanken gemacht. Dann habe ich gedacht, Mensch, geht der gesundheitlich nicht immer gut, du hast Kopfweh, hast Halsweh, kannst nicht mehr so gut zähnen. Musst aber zum Zahnarzt rennen, manchmal hast du einen Herzkasper, dann zwickst du und plötzlich bist du halt in knackiger Alter. Und ein Lachen für die Schuhe brauche ich auch. Am besten hier Spruch und welche goldene Hochzeit, die haben wir voriges Jahr, also die haben wir vor 8 Tagen gefeiert. Und da habe ich mich gefragt, was ist eigentlich hoch noch bei Hochzeit? Hoch ist der Cholesterinspiegel, der Blutdruck und die Rechnung, wo man den Zahnarzt zahlt. Mein Bilanz in Reihen, kurz sag ich, jetzt sieht so aus. Bilanz mit 71. Es hält fest Winkel und fest Spachtle. Ab jetzt kehrst du der alte Schachtel. Doch positiv muss man schon sehen und nicht in Sack und Asche gehen. Was der alte nicht vermiesle. Hurra! Ich lebe noch fest. Und scheint ja vieles auf der Tracht. Guck, alle Schachteln, schön verpackt. Sie machen auch uns noch was her. Das sieht man mir doch. Bitte sehr. Ich habe als Frau den Reim gemacht. Und falls der Mann jetzt schäbig lacht, so sage ich dem ganz kurz und kick, ich kenne einen Haufen alte. Jetzt war jetzt Punkt 1 humorvoll. Jetzt kommt Punkt 2, was auch sein Recht hat, literarisch. Die unseren frischen Jahrgängen, das darf man nicht dran vorbeigehen. Es ist sozusagen das Wort zum Montag. Also vorweg will ich sagen, was du heute kannst entkorken, das verschiebe nicht auf morgen. Du musst das gut in dir behältst. Was du heute kannst ausstauen, muss im Keller nicht verstauen. Ja, ihr Lein, das Leben ist ein Geschenk, das ist, was ich mir bewusst machen. Und das Geschenk auszuwickeln, bringt eine große Aufgabe. Das Leben behält bei ganz sensibles Kritik. Wir müssen ja mal ganz leise. Das Leben ist Kummer
und stehen, wachsen und werden mit Reifen und Sternen. Das Leben ist Liebe und Leiden, sollte immer zwei sein. Verlieren, gewinnen, sind super, sind finden. Das Leben ist Lachen und Kreinen, ist stark sein und scheinen. Schaffen und streben, Wunsch, ewig zu leben. Doch trotz Wennen und Drehen bleibt kommen und gehen wie Ebbe und Flut. Es ist kurz, drum pflegt gut. Was Geld will, muss entweder unverständlich sein oder kritisch. Und jetzt kommt die Nummer 3, was kritisch ist. Ich habe in der Zeitung gelesen, jeder Sechste ist online. Nein, jeder Sechste ist offline, muss ich nicht vergessen. Das sind 17%. Mehr Pelzer, wir sind nicht offline, wir sind 100% aufs Brot. Darauf kommt es auch. Und der Sprachpanscher des Jahres ist der René Obermann von der Telekom. Ja, also ein Preis, wo man nicht unbedingt stolz drauf sein muss. Deswegen mein drittes Gedicht, kritisch und hässlich. Denglisch stellt's weh. Die Palz in ihrer ganzen Pracht, die hat der Herrgott eins gemacht als Paradies. Drum schließt ich drauf, die Himmelsbruch steppt niemals aus. Auch wenn UNESCO anerstritt und du das ob sie Ahnung hat, gebe ich jetzt zu Bedenkenheit, dass das vielleicht am Denglisch leid. Vor 2 Jahren habe ich mich getraut, mit meinem Pelzisch coming out, was schließlich heißt, ist aus der Raus. Hat's das genützt? Jetzt war ich draus. Doch weiter geht's mit gleicher Busse, so resignierst halbwegs verdrossen. Dann ziehst du dich wieder Stück für Stück ins eigene Schneckenhaus zurück. Doch heut hab ich zum gleichen Zweck mein mundartsprachliches Comeback. Mein Kult zurück schied aus der Not, sonst ist am Ende noch pelzisch tot. Versteht mich alle da konkret, was du am Spruch murkst, was ich seh. Bei jeder Kneipe, beim Latsch, kaputt, steht open drauf, anstatt ist auf. Und manchmal gibt's das unterdessen all inklusive Essen, bessere Essen, sogar beim Sex und auch beim Trinken, die ganz speziell ein Flatrad schwingen. Die kannst du dann nutzen, bis der Flat zum Fischpreis beste, was ich sag. Gibt's endlos Schwätzer Festpauschal. Du darfst das Maul nicht franzlich babbeln, während andere in der Leitung zappeln. Bist trotzdem irgendwann im Netz? Du lieber Gott, und was geschieht jetzt? Ein Engel stimmt die Haut charmant. Unser Service ist bekannt. Wir setzen uns gleich für sie ein. Nur kurz Geduld. Please hold the line. Jetzt sprech kein Englisch, was sollst denken? Ist das ein Tipp zum Wäsch aufhängen?
Gedanken. Wo soll ich mit dem Hund erst Gasse gehen? Weil Elsner Blocker nicht versteht. Wie war es wirklich ehedem mit der Vermittlung so bequem? Callcenter hast jetzt heute still. Du denkst schon ganz was anderes, gell? Sieht ja kein falscher Schliss da draus. Callcenter ist kein Freudehaus. Ein Karl Gell ist, sag ich voll Spott, kein Weibsbild, wo kein Hohe mehr hat. Das heißt übersetzt, ganz leicht frisiert, eine Frau, wo in dem Haus serviert. Noch so viel Übersetzungsfaxen, gibt's noch kein Pause zum groß Relaxen. Schon das nächste Wort, so hat's der Scheu, bringt mich um Pallen, das macht mich heil. Beim Schlussverkauf, so schreibt man Seel. Das ist in Englisch eine Art Mail. Ich sag's wohl einfach, bis du drauf, kauf unseren Ramsch im Outlet Shop. Und trägt man dann noch ganz charmant einen bunten Flyer in die Hand, dann duftet ganz und gar versteckt. Das ist kein fremdes Flugobjekt. Das ist ein Faltblatt, wo das Sand bei mir schnell in den Papierkorb landet. Egal was kauft in Willem Schuff, schmeißt man der auswärts an den Kopf. Ein Schuff war früher unerstand, verkrempel Holz so allerhand. Doch Leid von Welt kaufen im Schuff, wer ist so wer? Fort Geld und um. Fast gut treibst du auch in den Regalen, brauchst nichts mehr kochen, bloß noch zahlen. Was Essbares ist also futsch, wie Rührei aus der Plastikdusch. Alles wieder aus dem Leben, alles beobachtet. Fast ist schnell und heiß, zack, zack, gerätst du aus dem Tetrapack. Und manche bist mal wieder lasch, machst Pancake, oder soll ich sagen Pancake, aus der Plastikflasch. Ein Nudelsnack, was auch nicht schlecht, so wird man Mann und Kind gerecht. Dazu Salat mit Native Oil. Geht es nicht da zum Duft, geht es nicht deutsch zum dünner Keil. Und hinten drauf, was darf's noch sein? Trink Sherry Classic extra 3. Jo, einer hat da angelangt und schon am Schluss zu viel getan. Sechs Kaffeekuchen macht Chemie, als Kaffeepetz trinkst schwarze Brie. Glötze steht standby, liegt voll im Trend und wäsch was nein. Dann als globaler Online-User, bist kein Softie oder Loser, bist up to date, nur kein Neid, immer auf der Jederzeit. Und mit Papier, du kennst dich aus. Ständig Ovations, stets Applaus. Und bleib schön cool. Ich war zwar aus der Higher School, doch was ich selber Spruch mache oder bleib mit dem Fies, du Felserfutter. So stimmt am Schluss noch irgendwie der Spruch, Maden Charmene. Frei übersetzt jetzt in meinem Sinn, in Deutschland ist der Wurm schon drin. Die Seele atmet im Dialekt. Das Werturteil bleibt unbespritzt. Ein schönes Lob, nee, das gibt's nicht. Wo soll ich dieser Stage-Man da? Boah, der Schlag verfällt auf dem Markt.
Trotz lebt stets unser Pfälzerspruch, sie ist Kulturgut ohne Frucht. Schon mit der Muttermilch ganz früh kommst du an, sich in dich hineinzuziehen. Ihren Charme, ihren Schmelz, ihren Heimatglanz, der dich begleitet dein Leben lang, ist Urquell von der Muttersprache. Leid halten sie voll Ehrfurcht hoch. Mein Spruch versaut. Drum mache ich jetzt einen Schluss ad hoc. Fortsetzung findest im Phasebook.